Hallo Marie. Hallo. Was machst du hier im Kupferdächle? Ich bin Musiktheaterpädagogin und leite hier im Kupferdächle den Musikbereich. Also ein bisschen singen und tanzen? Ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als singen und tanzen. Aber singen und tanzen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ab September hoffentlich startet unser neues Perform Your Song. Da wird natürlich gesungen und getanzt und Instrumente gespielt und performt. Und szenisch werden wir auch was machen. Also es wird ganz bunt. Eine Tasse Tee und Birkenstock gehören ja schon zu deinem Berufsoutfit, oder? Am liebsten trinke ich eigentlich Kaffee und Tee, vielleicht manchmal im Winter. Birkenstocks habe ich tatsächlich auch und ich finde die Kombi eigentlich ziemlich gut. Aber stimmt es, dass Pädagogen ab 18 Grad am liebsten Sandalen tragen? Ich würde sagen ab 15 Grad und dann so lange das geht. Was sagst du dazu, dass Pädagogen nur quatschen und nichts machen? Ja, das kann mitunter mal passieren und das ist aber auch total wichtig, denn wir müssen ja ganz viel besprechen hier im Haus. Wir wollen ja tolle Angebote machen und da sitzen wir Pädagogen natürlich immer mal wieder zusammen und sprechen auch mehrere Stunden über unsere Angebote, die die Interessenten wahrnehmen können. Mal ehrlich, du hast schon viel Ferien und frei. Also ich glaube nicht mehr oder weniger als andere Leute. Eins noch. Magst du Mandalas? Ja, doch, sehr gern. Also im Urlaub male ich schon so das ein oder andere Mandala. Das entspannt mich irgendwie und sieht doch auch ganz schön aus. Und jetzt? Und jetzt dürft ihr euch natürlich auf etwas freuen, denn ab dem Herbst gibt es ein Musical Camp. Also alle Musical-Fans können sich anmelden, denn der Theater- und der Musikbereich wird ein Musical-Projekt machen nächstes Jahr. Und es gibt das Perform Your Song, es gibt hier im Haus Bandproberäume, es gibt ein Tonstudio. Und wenn ihr Interesse habt und Lust auf Musik habt, dann meldet euch bei mir. Ich würde die Brille abziehen, das spiegelt doch der Blitz drin, oder? Ja, dann mach's eben ohne, ist egal. Sehe ich da müde aus?